einige Negativseiten des Schwimmsports, allgemein des Sports, sind ja im Vorfeld dieser Olympischen Spiele auch schon bekannt geworden. Der Dopingskandal der russischen Athleten. Im Schwimmen war es dann so, dass die FINA sich entschieden hat, gemeinsam eben auch mit dem IOC russische Athleten antreten zu lassen. Wie sehen Sie das? Ja, also ehrlich, ich habe mich gefragt, ob nicht vielleicht der eine oder der andere Putin einen geblasen hat, aber das kann ich nicht beurteilen.